britische Bodybuilder Dorian Yates wurde 1962 geboren. Er begann das Krafttraining 1983 im Alter von 21 Jahren, was für einige sicher als spät gilt. Jedoch verfiel er dem Sport so sehr, dass er in seiner Karriere 35 Kilogramm reine Muskelmasse aufbauen konnte. Yates gilt bis heute als ein regelrechter Revolutionär des Bodybuildings, da er als erster großer Begründer der Mass Monster, also der Bodybuilder, der einen regelrechten Freak-Faktor auf die Bühne bringen konnte. War Lee Haney noch ein klassischer Bodybuilder mit eleganten Linien und einer sehr moderaten Masse, so galt Yates als sein Nachfolger beim Mr. Olympia wirklich schon als eine Masse-Sensation. Auf eine Körpergröße von 1,79 Meter wog der Brite in seiner Wettkampfform unglaubliche 120 Kilogramm. In der Offseason noch erstaunlichere 140 Kilogramm. In der Wettkampfform hat er Arme von 53 cm Umfang. Sein größtes Merkmal war aber, denke ich, dieser extrem fleischige Rücken, der definiert einfach nur extrem aussah. Zu erwähnen ist wohl auch seine Taille, die gleichzeitig mit dieser Masse nicht übertrieben breit oder aufgebläht wirkte. Kein Wunder, dass Yates mit diesen Werten insgesamt 6-mal Mr. Olympia werden konnte. Bereits 1991 wurde er Zweiter beim Mr. Olympia, hinter Lee Haney. Nicht nur gewann er jeden Olympia von 1992 bis 1997, sondern gewann er auch alle Profi-Wettkämpfe in dieser Zeitspanne, an denen er teilnahm, wie etwa diverse englische, spanische und deutsche Grand Prix. Dorians Trainingsphilosophie ist bis heute sehr bekannt. Seinen Trainingsstil leitete er vom HIIT-Training von Mike Mentz ab, in welchem er auch eine gute Freundschaft und auch unternehmerische Partnerschaft pflegte. Die größten Merkmale des High-Intensity-Trainings sind, dass die Einheiten sehr kurz und extrem intensiv sind, gefolgt von langen Regenerationsphasen. So werden die Sätze unter maximaler Spannung und möglichst hohem Gewicht extrem langsam ausgeführt. Yates zog sich durch dieses intensive Training immer wieder Verletzungen zu. 1994 zog er sich dadurch einen Bizepsabriss zu, von dem er sich noch erholen konnte. 1997 verletzte er seinen Trizeps jedoch so stark, dass er seine Karriere beenden musste. 1998 folgte ihm Ronnie Coleman auf den Thron des Mr. Olympia. Nach seinem Karriereende baute Dorian seine Masse nach und nach ab, um vor allem gesund altern zu können. Das Bodybuilding liegt ihm aber immer noch am Herzen und so zeigt er sich auch heute noch bei diversen Events. Yates Spitzname The Shadow bekam er durch seine Art, sich bis zum Wettkampf nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Heimlich trainierte er im Temple Gym in Birmingham und zeigte sich dann plötzlich bei einem Wettkampf der Öffentlichkeit in vollem Glanz. Genauer gesagt in einem Paket, das alles wegpustete.